für unser Event heute ist, dass wir in unserem kleinen Mohrenweiß, das knapp 4200 Einwohner hat, dass da gleich drei große Mobilfunktürme aufgebaut werden sollen, mit 18 bis 30 Metern. Und es sollen für jeden Betreiber eigene Zellen installiert werden, also Betreiber sowas wie Vodafone, O2, Telekom. Und da ist in Deutschland bis zu 12 parallel laufende Anbieter werden da möglich. Außerdem Richtfunk hieß es, sicherlich auch 5G und kommende Technologien, die es aktuell noch nicht gibt, sowas wie 6G, 7G. Und jetzt gibt es gute Gründe, warum Mobilfunkkonzerne ihren Mast nicht auf ihren eigenen Grund stellen wollen, sondern sich dafür Privatbesitzer oder Gemeinden suchen. Und meines Wissens nach wurden von unseren 14 Ortsteilen, die wir haben, wurden drei der Ortsteile, da gab es Informationsveranstaltungen, die von der Gemeinde organisiert wurden. Und da wurde gesagt, dass die geplanten Mobilfunkmasten, einschließlich diesem 5G, vollkommen unbedenklich sein, solange man die Grenzwerte einhaltet. Wir werden heute diese Aussage ein bisschen differenzierter uns anschauen und haben uns hierfür den wundervollen Herrn Professor Dr. Dr. Buchner eingeladen. Wir haben auf dem Flyer. Gleich mal einen Doktortitel noch vergessen, gell? Also es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass Sie es geschafft haben, hierher zu kommen, dass wir Sie für unseren Vortrag gewinnen konnten. Der Herr Professor Buchner ist Experte für gesundheitsverträglichen Mobilfunk. Er ist Physiker, Mathematiker, er war Professor an der TU in München, hat unter anderem am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik gearbeitet, hat insgesamt ca. 60 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und ist ehemalige Europaabgeordnete im EU-Parlament für die ÖDP gewesen. Und Sie werden uns heute erzählen, wie ein gesundheitsverträglicher Mobilfunk möglich ist, was man da beachten muss, was man vielleicht vermeiden sollte und ob man die Verträge der Mobilfunkkonzerne, so wie man sie bekommt, bedenkenlos unterschreiben kann. Also herzlichen Dank. Es ist ein Vortrag, der sicherlich nicht nur für Bürgerinnen, um es gendergerecht zu sagen, sondern auch für Bürgermeisterinnen oder Gemeinderatsmitgliederinnen interessant sein wird. Ich denke mal, es wird für uns alles was sein, wo wir was lernen können, wo wir interessante Informationen bekommen. Häufig sind auch besonders Personen aus der Gemeinde sehr dankbar, genau für diese Informationen. Und ich habe jetzt nur leider aus unserem Gemeinderat, Mohrenweiß, jetzt noch niemanden entdeckt. Oder ist jemand hier, der Herr Schäffler oder der Herr Keckeis? Nein, jemand anders? Okay, schade eigentlich, weil ich denke, das wären gute Informationen für Sie gewesen. Aber ich sage da später noch was dazu, wir werden es nachholen. dieser Abend wird aufgenommen und für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, werden wir einen Link hochladen, also wir laden den Film hoch diese Woche noch, sodass die Leute, die jetzt nicht kommen könnten, sich das im Nachhinein noch anschauen können. Und angefragt haben wir den Herrn Buchner tatsächlich erst letzte Woche Montag. Uns hat es pressiert. Und er war sehr, sehr spontan. Und es ist ein unglaubliches Glück, dass das jetzt alles so kurzfristig noch geklappt hat. Sorry für diese Schnitzeljagd mit, wo findet es jetzt eigentlich statt. Ja. Der ursprüngliche Veranstaltungsort in Mohrenweiß wurde uns leider kurzfristig abgesagt, als die Flyer schon gedruckt waren. Aber wir danken der Gemeinde Gelbendorf, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und ja, dass ihr Handys ausschalten sollt, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Gell? Das sind wir auch sehr dankbar für. Und jetzt freuen wir uns einfach auf den Vortrag. Und ja, viel Spaß. Könnte man den
Scheinwerfer da hinten bitte ausmachen, das blendet ganz gemein. Für mich ist das in Ordnung. Danke. Den braucht man tatsächlich. Ach so, Entschuldigung. Sollte hierher gehen. Ja. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Versteht man mich ohne Mikrofon oder soll ich es nehmen? Danke. Mir ist es lieber, wenn ich nicht so ständig was vor dem Mund habe. Gut, das Thema heute Abend ist 5G. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einführung und Einladung. 5G ist wirklich zurzeit ein großes Thema. Es sind überall Veranstaltungen. Ich allein bin morgen schon wieder bei der nächsten. Nächste Woche geht es weiter. Also, warum ist das wirklich so ein Thema? Einerseits versprechen uns die Leute, dass in Zukunft alles wunderbar wird. Die größten Filme können wir in Sekundenschnelle aus dem Internet runterladen. Ich weiß nicht, wer das braucht, aber immerhin. Wir können autonom fahren, wollen auch viele nicht, aber wir können Smart Cities machen, wo wir nicht mehr auf die Ämter gehen müssen, wo alles automatisch geht. Die lustigeren Anwendungen sind, und dafür ist es tatsächlich gemacht, das ist eine kommerzielle Sache, der Kühlschrank soll in Zukunft lesen können, was sie wann hineinlegen. Das geht über die sogenannten RFIDs. Das sind so kleine Schaltkreise unter den Strichcodes. Und dann ist eine typische Anwendung, dass Sie einen Anruf auf Ihr Handy bekommen oder eine SMS besser. Heute ist Freitag, Sie essen freitags gerne Fisch, aber in Ihrem Kühlschrank ist keiner. Bei Aldi gibt es ein Angebot für 5,99 Euro. Das sind sozusagen die sinnvolleren Anwendungen. Lachen Sie nicht. Eine, die ich also schon etwas abstrus finde, aber das können Sie heute schon kaufen. Das sind Windeln mit einem kleinen Sender dran, weil die dummen Väter und Mütter ja nicht in der Lage sind, selber an der Windel zu riechen. Die brauchen eine SMS auf ihrem Handy, dass sie gefälligst jetzt die Windel wechseln sollen. Weniger lustig sind die Anwendungen, gerade die Kameras in Laptops, in Bildschirmen, Entschuldigung, die nehmen ja auf, wer wann welchen Film schaut und nicht nur über Gesichtserkennung genau wer, sondern über Emotionserkennung, und das ist 3-4 Jahre alt erst, dass man weiß, bei welcher Situation eines Filmes wer welche Emotionen hat. Und das sind Daten, die verkauft werden. Wenn Sie sich so wo einklicken, dann stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu, und da ist fast immer das Abgreifen solcher Daten drinnen. Was macht das? Wir haben also Wissen über die einzelnen Personen mehr eigentlich als ein Psychiater nach längerer Zeit rausbringen kann. Diese Daten werden verwendet, zum Beispiel um Kaufbeeinflussungen zu machen. Sie bekommen speziell auf Ihre momentane Gefühlslage, aber allgemein auf Ihr psychisches Empfinden, Kaufempfehlungen. Aber es bleibt logischerweise nicht bei Kaufempfehlungen. Es geht zum Beispiel ganz massiv um Wahlbeeinflussung. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie haben es wahrscheinlich in den Zeitungen gelesen. Die Wahl von Trump war von Cambridge Analytica beeinflusst. Ich weiß nicht, wie groß der Einfluss war. Er war sicher nicht klein, denn am Tage der Wahl hat sich Trump mit dem Chef von Cambridge Analytica öffentlich präsentiert, sozusagen als Dankeschön. Ich weiß von meiner Tätigkeit in der EU, wo ich gerade für den Export von Überwachungstechnik zuständig war, von dieser Zeit weiß ich, dass Cambridge Analytica in weit über 200 Fällen auf der Welt die Wahlen beeinflusst hat. Wenn jetzt das mit den alten Techniken, da gab es noch kein 5G, möglich ist, dann können Sie sich vorstellen, was mit der zukünftigen Information von Cambridge Analytica
unter anderen Firmen, anderen ähnlichen Firmen der Fall ist. Aufmerksam geworden bin ich auf diese Sache, weil China ein Programm über Emotionserkennung von einer flämischen Firma gekauft hat. In China ist die Überwachung perfekt. Total, ja. Ein kleines Erlebnis, ich habe mit einer chinesischen Studentin gesprochen, die hatte in einer Wohngemeinschaft gewohnt und dann ist ein junger Mann aus dieser Wohngemeinschaft ein paar Tage abgegangen. Die Dame war sehr besorgt, ging auf die Polizei und die Polizei hat gesagt, überhaupt kein Problem. Sie wussten stundengenau, wo der Herr wann war. Also so weit sind wir in Deutschland noch nicht, aber dass das Probleme gibt, ist, glaube ich, klar. Gut. Entschuldigung, da funktioniert irgendwas nicht. Jetzt mag er überhaupt nicht mehr. Ich glaube, es ist nur ein zweiter Bildschirm an, oder? Kann das sein? Bitte? Es ist nur ein zweiter Bildschirm an. Ja, aber... Achso, dass wir jetzt... Nee, nicht duplizieren, sondern nur... Duplizieren einfach, oder? Sie ja, duplizieren war ich. Ja, genau, Enter. Vorher ließ er sich noch umschalten, aber... Gehen wir vielleicht nochmal raus, oder? Ja, aber das hilft auch nicht. Gehen Sie mal aufs PowerPoint vielleicht auch noch. Ich habe kein... ja, doch, kann ich. Jetzt, und jetzt müsste es weitergehen. Ah ja, vielen Dank. Gut, bei 5G, ja... Darf ich auch eine Zwischenfrage stellen? Ja, im Prinzip ist man lieber, wenn wir die später sammeln. Gut, zunächst einmal wird bei 5G sehr viel gesprochen von höheren Frequenzen. Das ist richtig, aber 5G soll die bisherigen Techniken ersetzen. 3G ist schon praktisch vollständig übernommen. Das heißt, die Frequenzen, die Bänder, die für 3G bereit waren und genutzt wurden, dies werden inzwischen von 5G benutzt. 4G werden vor allem die niedrigen Frequenzen um 700 MHz herum genutzt, die anderen später. Was ich damit sagen will, ist, dass 5G viele von den alten Kanälen benutzt. Und damit sind die ganzen Gesundheitsprobleme, die wir mit den alten Kanälen haben, für 5G genauso. Für 5G kommen neue Frequenzen, das sind hier die jetzt versteigerten Bänder, die sind nicht sehr verschieden, ein bisschen verschieden von den bisherigen Bändern, da kommen ein paar neue Probleme dazu, ist nicht die Welt. Aber künftig wird dieser Bereich um 26 GHz genommen, und da treten völlig neue Probleme auf. Soweit nur, also was wir daraus lernen, ist, dass die bisherigen Probleme des Mobilfunks voll auf 5G zutreffen, aber dass später dann neue dazukommen. Gut, das ist vielleicht etwas zu stark vereinfacht, was ich gesagt habe. Denn speziell bei den Bändern um 3,5 GHz herum ist eine neue Technik. Da ist es zu viel Energie, wenn man ständig den ganzen Bereich um einen Masten herum ausleuchtet, sodass ständig empfangen werden kann. Da gibt es dünne Strahlen, wir nennen sie Bleistiftstrahlen, die einfach das ganze Gebiet abtasten. In einem irren Tempo ungefähr 50 Mal in der Sekunde das ganze Gebiet. Und wenn dann dieser Strahl auf ein Handy trifft und das Handy Antwort gibt, dann wird der Strahl intensiver und dann ist der Datenaustausch in kurzer Zeit da. Das ist eine neue Technik, die viel Energie braucht und die vor allem das Problem hat, dass wir sie mit unseren üblichen Messgeräten gar nicht messen können. In der Schweiz haben sich ein paar Kantone durchgesetzt, die gesagt haben, wir verzichten auf 5G, wir wollen das nicht, weil wir überhaupt nicht messen können, ob die Grenzwerte eingehalten werden können.
das ist ein Punkt, den sollte man im Auge halten, behalten. Gut, es wird einem immer an den Kopf geworfen, 5G wäre ja ein Fortschritt, denn pro übertragene Information braucht es weniger Energie, weil die Technik besser ist. Das ist richtig, aber es soll ja viel, viel mehr Informationen übertragen werden. Das ist ja gerade der Sinn von 5G. Und deswegen wird insgesamt der Energieverbrauch steigen. Man schätzt etwa das 3,5-fache der bisherigen Energie. Oder anders ausgedrückt, wenn wir insgesamt die Klimaschädlichkeit anschauen, dann hat die gesamte Digitaltechnik etwa 3,5% aller Klimagifte mehr als der gesamte Luftverkehr. Also es ist nicht nichts. Oder eine andere Kleinigkeit, in China haben sie früher, als ich noch den Kontakt hatte, heute weiß ich es nicht mehr, abends von 9 bis in der Früh um 9 die 5G-Sender abgeschaltet, um Energie zu sparen, weil sie zu viel Energie verbraucht haben. Gut, dann gehen wir weiter. Die Schwierigkeit ist auch, dass in den Ländern die Lizenzen vergeben werden. Es gibt genügend Firmen, im Wesentlichen aus dem Ausland, die das umgehen wollen. Das machen sie über Satelliten. Über Satelliten wollen sie dann in unser Gebiet reinstrahlen. Nur, man braucht sehr viel Satelliten, denn man will eine kurze Reaktionszeit haben. Das heißt, wir können keine hochfliegenden Satelliten haben. Wir müssen niedrigfliegende haben, damit die Strecke, die Signalstrecke nicht zu lang wird. Dort gibt es aber noch Luftreste. Das heißt, die Lebensdauer dieser Satelliten ist schätzungsweise um die 5 Jahre rum. Jetzt hat eine einzige Firma, SpaceX, sollte irgendwo stehen, ja, von Elon Musk. Genau. Die hat allein 24.000 Satelliten beantragt und plant weitere 24.000. Also zusammen 48.000. Wenn man die Anträge zusammenstellt, die heute für Satelliten gemacht worden sind, dann kommen wir auf etwa 100.000 Satelliten. Stellen Sie sich vor, was das für die Umwelt bedeutet. Die müssen ja alle hochgeschossen werden. Die verglühen nach 5 Jahren. Dann haben wir das ganze Material, und da ist viel giftiges Material drin, in der Atmosphäre, und die nächsten kommen. Also von daher einfach eine wahnsinnige Technik. Gut, das hier ist ein Bild aus der Umgebung von Nürnberg. Sie sehen hier die Reihe der Satelliten aus einer Zeit, wo Elon Musk mit einer Rakete 60 Satelliten hochgeschossen hat, die er dann so in einer Perlenschnur herausgelassen hat. Und die suchen sich dann die Umlaufbahn, für die sie geplant sind. Über die Überwachung haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das können wir hier übergehen. Interessant ist auch, was sich die Leute mit der Smart City vorstellen. Also nur morgen bin ich in Bamberg. Bamberg ist eine der Städte, die Smart Cities planen in Deutschland und bereits aufbauen. Es gibt Beispiele, zum Beispiel eine Stadt in Korea, wo die Erfahrungen recht geteilt sind. Wir haben auf jeden Fall Vorteile. Die Behördengänge lassen sich vermeiden, es geht alles über E-Mail. Und auch da können Sie rechtzeitig angesprochen werden. Sie können kaum noch was vergessen. Sie kennen heute die hässlichen Dinge, wo man dann irgendwelche Strafzahlungen hat, weil man etwas vergessen hat. Sowas braucht es bei einer Smart City sicher nicht mehr. Die Anwendung, die immer gebracht wird zur Begründung, ist die, dass zum Beispiel die Waschmaschine ihre Verschleißteile kontrolliert, und dann kriegen Sie eine Nachricht aufs Handy: dieses Teil geht demnächst kaputt, sollen wir einen Mechaniker bestellen oder machen Sie es lieber per Hand? Das sind durchaus, ja, Bequemlichkeiten, die man machen kann. Etwas weniger schön
sind die beiden Projekte für digitale Pässe. Und da ist gerade, bringe es durcheinander, vorgestern war es, im EU-Parlament beschlossen worden, dass der digitale Impfpass weiter verlängert wird für ein Jahr. Aber der digitale Impfpass ist ja nur der Anfang. Wichtig sind diese beiden Projekte hier, die beide von der Rockefeller Stiftung unter anderem betrieben werden. Das sind keine staatlichen Projekte. Das heißt, die Tendenz ist, die Passvergabe an Privatfirmen zu geben. Wobei hier bei dem Commons-Projekt, wie der Name sagt, das ein Projekt von sehr vielen einzelnen Initiativen ist. Was ist das? Und der Pass, der digitale Pass, soll unseren normalen Pass ersetzen. Das heißt, Fluggesellschaften haben jetzt schon in Skandinavien Tests gemacht, dass wir diesen digitalen Pass annehmen für die Kontrolle. Klingt nach einer Vereinfachung. Das Problem dabei ist, dass von vornherein geplant ist, auf diesen digitalen Pass mehr Informationen draufzusetzen, als auf einem normalen Pass draufsteht. Konkret, die amerikanische Einwanderer- oder Behörde an den Flughäfen haben heute schon gesagt, sie wollen in diesem Pass Informationen darüber, ob der Mensch, der gerade an der Passkontrolle steht, irgendwelche Einträge hat, dass er auf Demonstrationen war, die der Regierung nicht gefallen, oder sonst, ob er vielleicht gar irgendeinen Polizeieintrag hat. Sprich, da ist von vornherein geplant, dass sehr viel mehr Informationen draufstehen, als wir so beim normalen Pass haben. Und ob wir das wollen, ist natürlich die andere Frage. Interessant ist für die Anwender die Verknüpfung der Datenbanken, denn erst aus der Zusammenschau der verschiedenen Datenbanken bekommt man eine vollständige Information über die Menschen. Und das ist zurzeit im Gang. Ich kann Ihnen nur von einem bereits abgeschlossenen Projekt der EU erzählen, dem sogenannten INDECT-Projekt, das sozusagen die elegantere Form ist von dem Social Score-Projekt in China. In China können Sie ja, wenn Sie sich nicht regierungskonform machen, verhalten, kaum eine Wohnung mieten, Sie bekommen viele Eisenbahntickets nicht mehr und so weiter. Das ist sozusagen die primitive, brutale Tour. In Europa sammelt man ebenfalls Daten mit dem Index-Problem, aber macht das nicht so offensichtlich. Das offizielle Ziel ist, dass man von vornherein große Straftaten vereitelt. Wie Sie sehen, funktioniert das noch nicht so ganz, aber das Ziel ist da. Das heißt, man soll so viel über den einzelnen Menschen, und zwar über jeden von uns, erfahren, dass wir von vornherein wissen, wann der so weit ist, dass er Straftat besteht. Das ist vielleicht, sagen das manche, Zukunftsmusik. Ist es nicht. Schon vor vielen Jahren hat Brzezinski, einer der Regierungsberater in den USA, gesagt, wir wollen alles über die 7 Milliarden Menschen auf der Erde wissen. Und das geht heute mit der Speichertechnologie problemlos. Das heißt also, hier kommen einfach neue Dinge auf uns zu, die wir beachten sollten. Gut, es geht heute im Wesentlichen um Gesundheitsprobleme. Wenn eine neue Quelle, Funkquelle entsteht, sei es ein starker Mast außen vor dem Haus oder sei es auch innen eine Quelle im Haus, deckt Telefone, die WLAN-Basis oder so. Die meisten Leute, die allermeisten, merken überhaupt nichts. Das ist weniger als 1%, die Probleme bekommen. Das wird dann im Laufe der Zeit mehr. Es wird mit den leichten Problemen werden es vielleicht 3-5%, mit den schwereren deutlich weniger.
Die leichteren Probleme sind Schlafstörungen, Gedächtnis-, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Nasenbluten. Hören wir hier mal auf. Wenn jemand das hat, und das haben doch eine ganze Menge Leute, denken Sie dran, 1%, es ist eine ganze Menge der deutschen Bevölkerung. Wenn das der Fall ist, dann würde ich diesem Menschen den... Ja. Nein, warum? Das ist Kino. Für die Schlafstörungen gibt es ungefähr 2000 unterschiedliche Gründe. Wie soll ein Arzt herausfinden, ob das bei Ihnen durch Funk oder woanders herkommt? Es gibt spezialisierte Kliniken auf Kopfschmerzen und auch die tappen sehr oft im Dunkeln. Der Punkt ist, wenn Sie also mit solchen Problemen kommen, dann werden die allermeisten Ärzte sagen, ich finde keinen Grund, keine Vergiftung, nicht sonst Luftverschmutzung. Das heißt, viele Ärzte schicken die Leute zum Psychiater. Und dann beginnt ein Leidensweg, ein echter Leidensweg. Ich will die Ärzte nicht verurteilen. Aufgrund dieser Dinge kann man schlecht darauf schließen, woher das kommt. Und welcher Arzt kommt schon mit dem Messinstrument in eine Wohnung? Also das ist eine völlige Illusion, von vornherein zu sagen, es wäre ein Fehler des Arztes. Aber das ist die Praxis heute. Es gibt dann schwerere Störungen natürlich. Die Frage, die einem immer gestellt wird, ja, das kann ja gar nicht sein, wenn die Funkstrahlung sowas produzieren würde, müsste man ja alle krank sein. Ich frage Sie dagegen, wie ist es denn beim Rauchen? Es ist heute, glaube ich, unbestritten, dass Rauchen Gesundheitsschäden macht. Und trotzdem gibt es Kettenraucher, die bis ins hohe Alter gesund sind. Denken Sie an unseren Altbundeskanzler Schmidt, den haben Sie ja am Schluss nur noch, also gar nicht mehr klar filmen können, weil eine solche Rauchwolke umhüllt. Also selbst beim Rauchen trifft es zum Glück nicht jeden. Und bei der Funkstrahlung ist das dasselbe. Wir haben ein paar Anzeichen. Die Schwermetalle scheinen eine Rolle zu spielen. In einem Verein von Elektrosensiblen haben alle, wirklich 100% alle, eine Schwermetallvergiftung. Und so, also man tastet sich langsam vor, warum die Einzelnen empfindlich sind, die andere nicht, aber wirklich wissen tun wir noch nichts. Gut, wenn jetzt der Arzt sagt, das ist psychisch bedingt, wir sollen zum Psychiater gehen, dann, ja vielleicht vorher noch, Entschuldigung, es gibt schwerere Fälle, wo Blutgerinnungsstörungen sind, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Aufmerksamkeit, Defizit und so weiter, epileptische Anfälle, Blutgerinnungsstörungen. Und hier war ich selber an einer Untersuchung beteiligt, wo man nachweisen konnte, dass sich hier die Chemie im Körper verändert, dass sich die Hormone verändern. Da bin ich nicht der Einzige, das haben viele andere bei anderen Stoffen genauso festgestellt. Interessant ist vor allem das Phenylethylamin, steht jetzt da gar nicht drauf. Das ist ein Stoff, den kennen Sie als solche nicht, sagen Sie es nach, Phenylethylamin. Aber ich meine jetzt im Ernst, Sie kennen die Folgen, wenn man davon zu wenig hat. Das ist genau ADHS, was hier oben steht. Und das Gegenmittel, was man gibt, für, wenn man ADHS hat, ist Ritalin. Denn Phenylethylamin nimmt der Körper von außen genommen nicht auf. Und deswegen ist man auf diesen Ersatzstoff Ritalin angewiesen. Dass ADHS so angestiegen ist in den letzten Jahren, ist beileibe nicht nur Funk. Da gibt es viele Quellen, vor allem auch
von der Belastung der Kinder her. Trotzdem sollte man im Auge behalten, dass in den letzten 15 Jahren der Verbrauch an Ritalin in Deutschland sich ver85-facht hat. Also Sie sehen, das sind nicht irgendwelche harmlosen Dinge, von denen ich spreche. Aber ich sage auch nochmal, das ist nicht nur die Funkstrahlung, da gibt es viele Gründe dafür. Gut, jetzt, wenn man sagt, das alles ist psychisch bedingt, dann, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, ein Baum kriegt keine psychischen Probleme, wenn er einen Funkmast zieht. Aber schauen Sie dieses Bild an. Hier ist der Funkmast, das sind 77 Meter. Der Baum absorbiert die Strahlung sehr stark. Und zwar nicht nur der Laubbaum, sondern auch der Nadelbaum. Die Strahlung trägt nur... Entschuldigung. Die Strahlung dringt nur etwa 1,5 Meter in den Baum ein. Sie sehen es hier. Dann ist sie so stark geschwächt, dass der Rest des Baums nicht mehr beeinflusst ist. Dieser stark bestrahlte Teil des Baums stirbt ab. Und dann ist die nächste Scheibe vom selben Durchmesser dran. Und so frisst sich die Strahlung im Laufe der Jahre durch die Bäume durch. Aber auch hier ist es ähnlich wie bei Menschen. Es ist nicht so einfach, dass jeder Baum bei einer bestimmten Strahlung getroffen würde. Sondern manche Bäume, manche Baumarten sind empfindlicher, manche weniger empfindlich. Es kommen offenbar noch Faktoren dazu, die das Überleben des Baums erleichtern. Einer scheint zu sein, wenn der Baum genügend Wasser hat. Aber das sind nur Vermutungen, wirklich saubere wissenschaftliche Untersuchungen, dazu kenne ich noch nicht. Schauen Sie dieses Beispiel nochmal an, aus Oberbayern. Das war in den ersten Jahren, heute existiert dieser Baum nicht mehr. Noch deutlicher ist das hier, das ist ein Bild aus Dresden. Hier oben ist die Antenne. Die direkt bestrahlten Teile der Birken sind abgestorben. Dieser Teil liegt im Schatten von dem Dach. Der lebt mehr schlecht als recht, aber er lebt immerhin noch. Für mich ist das Bild deswegen interessant, weil der abgestorbene Teil und der nicht abgestorbene Teil aus demselben Stamm kommen. Das heißt, wenn es Wasser wäre, wenn es Luftverschmutzung wäre oder sonst was, hätten wir nie diese Zweiteilung. Das ist, wenn Sie so wollen, ein starker Hinweis darauf, dass diese Schäden durch die Funkstrahlung kommen. Es sind nicht nur Bäume, sind viele andere Pflanzen auch. Am deutlichsten ist die Wirkung bei den Insekten. Bei den Insekten werden alle Zellen beeinflusst. Wie das im Einzelnen geht, werden wir später noch sehen, weil das bei den Menschen dasselbe ist. Viele Insekten, speziell bei den Bienen ist das ein Problem, haben eine Orientierung am Erdmagnetfeld. Da gibt es zwei verschiedene Sorten. Am einfachsten ist das zu verstehen, dass es Zellen gibt, die eisenhaltig sind. Und diese Zellen sind im Laufe des Heranwachsens der Biene leicht magnetisiert. Und was dann passiert ist, wenn die Biene einen bestimmten Winkel zum Erdmagnetfeld hat, dann drückt die Zelle, sie versucht sich zu drehen und da sind Nervenzellen und die Biene merkt, in welchem Winkel zum Erdmagnetfeld sie fliegt. Das ist sogar ein Teil des Schwänzeltanzes. Man hat früher immer gesagt, der Schwänzeltanz, wo eine Biene der anderen zeigt, wo sie Nahrung finden kann, wo sie eine Tracht finden kann, das wäre der Sonnenstand. Der Sonnenstand ist nur teilweise verlässlich, denn die Bienen fliegen zum Teil sehr weit und wenn sie sich nur nach der Sonne orientieren, dann wandert die weiter und dann würde die Biene die Richtung verlieren. Der springende Punkt ist, dass sie eben sich auch am Erdmagnetfeld orientiert. Und was passiert, wenn sie in ein Funkfeld kommt, kennen die Älteren von Ihnen.
Sie können sich vielleicht noch an die schönen großen Magnetbandmaschinen erinnern, wo man so ein Band einfädeln musste und dann seine Aufnahmen gemacht hat. Der Durchbruch, warum man solche Bänder mehrmals verwenden konnte, war, dass man gelernt hat, man löscht sie nicht dadurch, dass man einen Magnet drüber laufen lässt. Diese Löschung ist unvollständig. Man muss ein Hochfrequenzfeld so vom selben Prinzip, wie wir es bei der Handystrahlung haben, drüber laufen lassen. Das bringt die Magnetteile in Schwingungen, das macht die Magnete kaputt. Also nicht die Magnete, die Magnetisierung. Und bei den Bienen passiert dasselbe. Wenn die Bienen in ein solches starkes Handyfeld kommen, verlieren sie die Orientierung. Und man beobachtet dann, dass die Bienen nicht mehr heimfinden und irgendwo unterwegs verenden. Gut, jetzt habe ich viel über Bienen erzählt. Bei Ameisen hat man Ähnliches. Gehen wir weiter. Wir haben eine Wirkung natürlich nicht nur auf Insekten. Am deutlichsten merkt man es bei Nutztieren. Ich war selber an einer Untersuchung beteiligt mit 27.000 Ferkeln. Man kann das über Stallbuch ganz gut machen und bekommt eben da gute Daten. Wir haben Fruchtbarkeitsstörungen. Wir haben vor allem bei Kälbern, deren Mütter einem starken Mobilfunkfeld ausgesetzt sind, einen grauen Star. Das heißt, die Kälber sind blind. Und dieser Effekt ist sehr gut untersucht worden, weil eine medizinische Fakultät der Uni Zürich war es, glaube ich, ja, das in mehreren Arbeiten hier veröffentlicht hat. Gut, die Verringerung der Milchleistung ist klar, wenn wir Fruchtbarkeitsstörungen haben. Mich persönlich treffen die Missbildungen am stärksten. Und gerade bei der Untersuchung mit den 27.000 Ferkeln mussten wir leider feststellen, dass ein knappes Prozent der Ferkel sichtbare Schäden hatte, sichtbare Deformationen der Gliedmaßen des Kopfes und so weiter. Ich zeige ganz kurz ein paar von denen, aber mag sie nicht zu lange damit aufhalten. Das ist natürlich nicht nur bei Ferkeln, das ist auch bei Rindern. Schauen Sie hier diese Hufe an. Das Kalb ist einen Tag nach der Aufnahme verendet, nicht an diesen äußerlich sichtbaren Deformationen, sondern an Deformationen der inneren Organe. Das wurde vom Veterinärmedizinischen Institut der Uni München dann untersucht und da hat man das festgestellt. Schauen Sie dieses Kalb an, das ist ein Kalb. Gut, wie kann sowas überhaupt passieren? Es wird einem ja immer vorgehalten und sogar in der Sendung Terra X von Lesch und in anderen Kriegen sie erzählt, dass die Funkstrahlung kann ja gar nicht schaden, denn dazu müsste sie chemische Verbindungen aufbrechen und das kann sie nicht für die Physiker unter Ihnen von der Quantenenergie her. Entschuldigung, glauben Sie diesen Unsinn nicht. Denn die Funkstrahlung macht primär auf dem direkten Weg tatsächlich keine Änderungen der chemischen Verbindungen. Indirekt schon. Und wie das geht, einer von mehreren Mechanismen ist der hier. Wenn Sie eine Zelle haben, dann haben Sie um die Zelle herum einen interzellularen Raum und hier die Zellmembran. Und die Zellmembran hat Löcher. Die Löcher sind so gestaltet, dass sie jeweils nur einen ganz bestimmten Stoff, wir sagen, ganz bestimmte Ionen durchlassen. Hier habe ich Calciumkanäle eingezeichnet. Es gibt Kaliumkanäle, es gibt viele andere Kanäle. Gut, diese Kanäle sind im Normalfall durch einen Pfropfen verschlossen. Der Pfropfen ist notwendig, denn wenn das Calcium einfließt, dann macht es in der Zelle Reaktionen. Wir kommen gleich noch drauf. Das heißt, das beeinflusst die Funktion der Zelle. Aber die Pfropfen müssen wir uns zuerst genauer anschauen. Zuerst einmal, die Calciumionen schwirren in großer Zahl außerhalb der Zelle herum. Innen
sind negativ geladene Teilchen, im Wesentlichen Chlor, aber nicht nur. Und hier außen ist es positiv. Deswegen ist an der Zellmembran eine Spannung. Die Spannung ist zwar sehr klein, aber weil die Membran so dünn ist, ist die Feldstärke ungeheuer groß. Das heißt, die Calciumionen wollen da unbedingt rein. Und sie werden daran gehindert, weil diese Löcher, die Calciumkanäle, ich habe das versucht hier darzustellen, diese Löcher verschlossen sind durch ein kompliziertes Protein, was vier so schraubenförmige Teile hat. Ich habe hier nur zwei zeichnen können. Und die bilden diesen Pfropfen, von dem wir gesprochen haben. Aber diese schraubenförmigen Proteine werden in Form gehalten durch die sogenannten Wasserstoffbrücken. Das kommt daher, dass die Ladungen in dem Molekül nicht gleichmäßig verteilt sind. Und einmal schaut eine positive ein bisschen mehr raus, mal schaut eine negative mehr raus. Und die ziehen sich an und halten die ganze Spirale in Form. Wenn wir jetzt mit Funkstrahlung da drauf gehen, dann fangen die zu schwingen an. Und wenn es zu stark wird, dann brechen sie auf. Das ist in Experimenten gut nachgewiesen. Ich zeige es hier nochmal. Wenn sie aufbrechen, dann bilden sie natürlich keinen steifen Pfropfen mehr und die Calciumionen können da reingehen. Was macht das? Die Zellen haben ja Funktionen. Zum Beispiel, wenn es eine Nervenzelle ist, dann kann durch den Einfluss der Calciumionen ein Nervenimpuls ausgelöst werden. Das ist eine Erklärung, warum manche Leute, die empfindlich sind, bei Funkstrahlung unerträgliche Kopfschmerzen haben. Die sind so oder können so schlimm sein, dass ich selbst von zwei Selbstmorden weiß, aber es gibt weit mehr von der Literatur her. Die von Leuten, die es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Oder ein anderer Punkt von dem Calcium-Einfluss. Die Calciumionen verlieren an Konzentration außerhalb der Zelle. Da fehlen sie, haben aber wichtige biologische Funktionen. Ich weiß von einer Frau, die auch elektrosensibel ist, die kann in einem normalen Dorf im Voralpengebiet nicht mehr sein. Und wenn sie dort längere Zeit ist, dann sinkt ihr Calciumniveau außerhalb der Zellen auf ein lebensbedrohliches Maß herunter. Sie lebt in einer Jagdhütte in den Alpen. Wenn sie dort ist, normalisiert sich der Calciumspiegel wieder. Das heißt, es ist reproduzierbar. Das heißt, inzwischen macht sie es natürlich nicht mehr, dass sie ins Dorf geht, weil es wirklich lebensbedrohlich ist. Aber das ist bestens nachgewiesen, wenn sie der Strahlung ausgesetzt ist, haben wir dieses Calciumproblem. Wenn sie in einer funkfreien Gegend ist, haben wir das nicht. Die Muskelzellen werden zum Beispiel zur Kontraktion angeregt, wenn Calcium in der Zelle ist. Wir haben eine ganz komplizierte Form von chemischen Reaktionen durch dieses Calcium. Ich gehe im Einzelnen nicht drauf ein. Letzten Endes entstehen sehr aggressive, sogenannte freie Radikale, die dann die Erbsubstanz angreifen. Und so versteht man ganz gut, wie es zu diesen Missbildungen kommt, aber auch, wie es zu Krebs zum Beispiel kommt. Krebs wird ja auch unter Umständen erzeugt durch Änderungen des Erbmaterials. Gut, gehen wir weiter. Gerade bei Krebs gibt es viele, sehr viele Studien. Vielleicht die wichtigste für uns ist eine, die das EU-Parlament letztes Jahr angefordert hat und heute bekommen hat, von einer sehr weltbekannten Forscherin, der Frau Bell-Pocci, die hier auch mit einer anderen Arbeit zitiert ist. Sie sagt, im Tierversuch ist Krebs eindeutig nachgewiesen durch Funkstrahlung. Aber bei Menschen kann man das nicht machen, dass man Menschen bestrahlt und schaut, was passiert. Man kann versuchen, mit Dosimetern oder durch Abschätzung sowas zu kriegen. Man kann es machen dadurch, dass man zum Beispiel
bei Handy-Telefonierern abfragt, wie viel sie täglich telefonieren und dann das abschätzt. Aber auch da ist es je nach Ort sehr unterschiedlich, wie stark die Strahlung ist. Das heißt, bei Menschen werden wir hoffentlich in der nächsten Zeit keinen direkten Beweis kriegen. Indirekte Beweise haben wir schon. Ein solcher indirekter Beweis ist der von Hadel hier oben und anderen, der auch viele tausend Fälle untersucht hat, und zwar jeden einzelnen Fall medizinisch angeschaut hat, die Daten. Und der hat auch herausgebracht, dass die Vieltelefonierer stärker belastet sind, und zwar speziell bei Hirntumoren. Die Seite, wo das Telefon gehalten wird, erzeugt häufiger, deutlich häufiger Krebs als die andere Seite. Ich komme auf diese Fälle nachher gleich zu sprechen. Hier habe ich einfach ein paar weitere Studien aufgeführt. Im Einzelnen braucht man nicht darauf eingehen. Wie ist es mit den Gehirntumoren? Die entstehen natürlich im Wesentlichen durch die Handys. Und da wird einem oft entgegenhalten, was wollt ihr denn? Die Handy strahlen ein Vielfaches stärker als die Strahlen draußen durch die Funkmasten. Das stimmt. Aber Sie kennen den alten Spruch, die Dosis macht das Gift. Und die Dosis ist nicht die Stärke des Handys, was strahlt, sondern multipliziert mit der Zeit, wie lange man das hält. Und ich glaube, dass kaum, dass jemand viele Stunden am Tag mit dem Handy telefoniert. Solche Leute gibt es und die sind tatsächlich einem sehr großen Risiko ausgesetzt. Aber der Fehler ist der, den immer die Betreiber machen. Wenn wir eine Strahlung von außen bekommen, in einer Wohnung, dann haben wir die immer. Und der Unsinn bei unserer Datenlage ist, dass die Betreiber auch innen die Wohnungen bestrahlen wollen. Und dafür brauchen sie außen natürlich sehr viel mehr Energie, damit es die Wände bzw. die Fenster durchdringt, damit man innen noch einen vernünftigen Empfang hat. Und das ist zum Beispiel eine wichtige Forderung, dass man das aufgibt. Speziell bei den zukünftigen Frequenzen um 26 GHz herum ist das absoluter Unsinn. Die verhalten sich ähnlich wie Licht, nur mit dem Unterschied, dass durch Fenster kaum durchkommen. Was muss man draußen für irre Energie haben, damit man innen auf diesen Frequenzen einen vernünftigen Handyempfang hat? Aber nochmal zurück, selbst wenn die Strahlung nicht so stark ist, nachts werden viele Hormone im Körper gebildet, zum Beispiel Melatonin, was ja ganz wichtig ist, nicht nur für die psychische Lage, sondern auch für viele andere Hormone. Es ist nicht nur Melatonin, es sind eine ganze Reihe anderer Stoffe, Adrenalin, Noradrenalin, werden über Dopamin geregelt, und Dopamin wird sehr stark durch Strahlung beeinflusst. Das heißt, wenn Sie lange einer schwachen Strahlung ausgesetzt sind, dann ist das in etwa dasselbe, als wenn Sie kurze Zeit einer starken Strahlung ausgesetzt sind. Lassen Sie sich also durch solche Argumente bitte nicht durcheinander bringen. Jetzt habe ich viel drum herum geredet. Diese Kurve hier ist für mich sehr beeindruckend. Wir nehmen die Gehirntumore, und zwar ganz speziell die Gliome vom Grad 4. Das sind also sehr starke Tumore, wo fast keine Heilungschance besteht. Die sind deswegen für solche Untersuchungen interessant. Wenn Sie zum Beispiel Prostatakrebs nehmen, Prostatakrebs ist sehr häufig. Und da die einzelnen Ursachen dafür herauszufiltern, ist fast nicht möglich. Es gibt viele Ursachen für Prostatakrebs. Eine davon, wahrscheinlich nicht die dominante, ist Funkstrahlung. Aber Sie sehen, wir müssen auf Krebsarten gehen, die sonst sehr selten sind. Und das sind zum Glück diese speziellen Hirntumore, die, wie gesagt, fast immer tödlich sind. Jetzt gibt es Daten aus Frankreich, die einen starken Anstieg dieser Tumore zeigen in den letzten Jahren. Und zwar in etwa
seit die Schnurlostelefone eingeführt worden sind. Die sind ein, zwei Jahren vor der Masseneinführung von Mobilfunk gekommen und deswegen von daher ein bisschen früher als der Mobilfunk. Und diese Tumore sind sehr selten, wachsen aber in der letzten Zeit sehr an. Und zwar gibt es britische Daten, also zu den französischen dazu, und die britischen sagen genau, in welchen Gehirnbereichen diese Tumore aufgetreten sind. Wenn Sie die inneren Gehirnteile nehmen, dann ist das mit Schwankungen in etwa gleich geblieben. Wenn Sie speziell den Frontallappen nehmen, der seitlich zum Handy geht, und den jeweiligen Laterallappen, dann haben wir eine enorme Steigerung. Sie sehen in dieser Zeit auf ungefähr das 3,5-fache. Das ist zwar kein Beweis, aber ein starker Hinweis, dass diese Tumore zumindest durch die Funkstrahlung von den Handys stark beeinflusst wird. Wir haben zusätzlich noch die Daten von Hadell, die ich vorher erwähnt habe, die sagen, auf der Seite, wo im Wesentlichen telefoniert wird, haben wir wesentlich mehr von diesen Gliomen als auf der anderen Seite. Auch das ein zusätzlicher Hinweis. Gut, ich habe Ihnen jetzt sehr viel Schlimmes erzählt. Ich könnte tagelang weiter über Folgen von Funkstrahlung sprechen. Ich mag Sie nicht zu sehr langweilen. Sondern will Ihnen sagen, es gibt Lösungen. Wir müssen das nicht haben. Ein Fall, der mir sehr imponiert hat, war das sogenannte St. Gallener Modell. Die haben vor etlichen Jahren gesagt, sie wollen den Datenfluss erhöhen, aber die Strahlung gleichzeitig senken. Wie haben sie das gemacht? Sie haben Abschied genommen von den großen Sendern und haben viele kleine Sender gehabt. Nun kriegen da wahrscheinlich die Leute einen Schrecken, wenn ich sage viele kleine Sender. Wenn sie das normal machen, nicht begleitet von Technikern, dann machen die Leute mit den kleinen Sendern eine ähnliche Intensität wie mit den großen Sendern. Und dann ist das eine Katastrophe, weil sie dann die Sender direkt bei sich haben. Nein, das St. Gallener Modell hat gesagt, wenn ich viele kleine Sender habe, dann habe ich nur ein kleines Gebiet zu versorgen. Und dann brauche ich sehr wenig Strahlung. Das heißt, diese Verteilung in viele kleine Sender gibt nur dann Sinn, wenn die Strahlung so weit runter geregelt wird, dass nur dieses kleine Gebiet versorgt wird. Die St. Gallener haben von vornherein gesagt, die Versorgung in den Häusern wird nicht gemacht. Wenn die Leute in den Häusern Daten haben wollen, können sie Glasfaserkabel nehmen. Sie können auch, wenn sie sich bewegen wollen, die primitive Lösung nehmen, einen kleinen WLAN-Sender nehmen oder die elegantere ist, auf Funk völlig zu verzichten und Lichttechnik zu nehmen. Also über das normale Licht oder Infrarotlicht die Information zu übertragen. Es ist heute schon so, dass Sie wegen der kürzeren Wellenlänge über Licht mehr Informationen kriegen als über Funk. Deswegen ist meine persönliche Vermutung, dass in ein paar Jahren der Funk sowieso Adapter gelegt ist, weil wir immer mehr Daten wollen. Aber das Licht hat eben den Vorteil auch, dass es nicht schädlich ist. Die Lichtquelle ist so schwach, wenn Sie nachts die Information übertragen, nehmen Sie überhaupt kaum wahr, dass da Licht verwendet wird. Und wenn das noch stört, kann man auf Infrarot ausweichen. Es gibt solche Anlagen bereits zu kaufen von Signify. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Und Nachteil ist, dass es wie bei den hohen Frequenzen bei 5G auch praktisch nicht durch die Wände dringt. Licht dringt durch Fenster, aber gut, da muss man schauen, dass es nicht zu sehr nach draußen kommt, wenn man den Datenschutz beachten will. Denn Lichttechnik hat den Vorteil, dass der Datenschutz kein Problem ist.
Und Gesundheitsschäden sind sowieso nicht bekannt. Hier habe ich noch so eine Lampe hingemacht. Es wird in Zukunft sowieso sein, dass statt öffentlichen WLAN die Lampen auch über entweder Funk oder Lichttechnik einen WLAN-Ersatz bieten. Die Firma Signify bietet für Lampen beides an. Sie können bei derselben Firma hier ein Funkmodul einbauen oder das über Lichttechnik steuern. Es geht, man muss es nur machen. Jetzt wird immer gesagt, ja, das wäre ja kein Problem, wenn man hohen Masten hat, denn da gibt es den Regenschirmeffekt und die Strahlung geht über alles weg und kommt irgendwo weit runter. Und wenn Sie besonders geschützt sein wollen, dann gehen Sie direkt unter den Masten. Das ging so weit, dass zynischerweise so Akquisitatoren zu einem Bauern gekommen sind und haben gesagt, wir stellen dir eine Antenne aufs Dach, dann bist du geschützt, weil die Strahlung ja über dich weggeht, und der Nachbar kriegt die Strahlung, du kriegst Geld. Und wenn du das nicht machst, gehen wir zum Nachbarn, dann kriegt der Nachbar das Geld und du bist strahlt. Dass das alles Unsinn ist, sehen Sie an dieser Messung. Das war eine Antenne, die relativ niedrig war, 10 Meter über dem Grund. Direkt unter der Antenne ist die höchste Strahlung. Und dann geht es wegen der Nebenkeulen mal auf, mal ab. Hier war irgendein Sichthindernis. Und erst ab dem Punkt, wo der Hauptstrahl auf den Boden geht, in der Stadt normalerweise 100 Meter, kann auch mehr oder weniger sein, erst dann geht es quadratisch mit dem Abstand die Strahlung runter. Das heißt, glauben Sie nicht, was Ihnen immer vorgesagt wird, dass der Regenschirmeffekt Sie schützt. Den gibt es nicht. Da werden Ihnen einfach Märchen erzählt. Da gehe ich drüber weg, vielleicht mit ein paar Bemerkungen nur. Unsere Grenzwerte sind von einer Lobbygruppe der Mobilfunkindustrie gemacht worden, der sogenannten ICNIRP, International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection. Klingt sehr gut, internationales Komitee, ist nichts anderes als eine Lobbygruppe der Mobilfunkindustrie. Und wie ihr Einfluss ist, wie stark der ist, sehen Sie daran, dass das Büro, weltweit das Büro, für diese Gruppe im Bundesamt für Strahlenschutz in Neuherberg bei München ist, mietfrei. Und weil es so praktisch ist, ist die Chefin des Münchner Büros für dem Bundesamt gleichzeitig eine hohe Funktionärin von dem ICNIRP. So passiert es eben, dass unsere Grenzwerte gemacht werden. Und ICNIRP sagt, nur die Wärmewirkung der Strahlung ist gefährlich. Alles andere, was ich Ihnen erzählt habe, ist Unsinn, wäre wissenschaftlich nicht bewiesen und so weiter. Diese ICNIRP sind sehr gut vernetzt. Sie sitzen sowohl in der EU-Kommission, nicht im Parlament, aber Beratergruppe der EU-Kommission. Sie sitzen in der Weltgesundheitsorganisation als offizielle Beratung und im Bundesamt, das habe ich schon erzählt. Die Bundesregierung bedankt sich sogar bei ICNIRP für die tollen Ratschläge mit etwa 100.000 Euro jährlich. Aber auch die Weltgesundheitsorganisation bedankt sich. Und die ist weniger verschleiert wie die Bundesregierung. Da sind Privatfirmen, die das über Umwege dann finanzieren. Also die Leute von ICNIRP haben sehr viel Geld, was sie eben von Industriezweigen oder von manchen in der Regierungen bekommen. Gut, ganz kurz nur ein paar Tipps. Die Handys haben zwar nur kurz, während sie es verwenden, Strahlung, aber dann sehr stark. Das heißt, wenn Sie sprechen, verwenden Sie entweder Freisprechanlage oder Lautsprecher, halten Sie das nie ans Ohr. Besonders gefährlich ist es, wenn Sie wählen und dann das Handy sofort ans Ohr halten, denn das Handy nimmt Kontakt mit der Basisstation auf und erst wenn die Basisstation weiß, wie stark das Handy die Strahlung empfängt, erst dann regeln Sie runter. Wenn Sie also das Handy sofort nach dem Wählen am Ohr haben, kriegen Sie die volle Strahlung ungeregelt.
aus. Dann aus demselben Grund das Handy nie angeschaltet in der Hosentasche lassen oder sonst, wenn Sie sich bewegen, auch wenn Sie nicht sprechen. Denn sobald Sie von einer Funkzelle in die nächste gehen, sagt das Handy mit voller Leistung, auf Wiedersehen, ihr braucht keinen Platz mehr für mich freihalten. Und bei der neuen sagt es, hallo, hier bin ich, bitte nehmt mich, wenn es nötig ist, an. Diese beiden Impulse gehen mit voller Stärke, ungebremst. Das heißt, wenn Sie mit dem Auto fahren, wir haben das tatsächlich gemacht am Mittleren Ring in München, dann bekommen Sie ständig diese Pulse, weil die Funktionen relativ klein sind. Und wenn Sie das Messprotokoll sehen, dann schalten Sie freiwillig Ihr Handy ab, wenn Sie unterwegs sind. Aber das gilt eben auch fürs Auto, auch fürs Fahrrad. Bitte sind Sie hier vorsichtig. Besonders gefährlich ist das Handy natürlich bei der Schwangerschaft und bei Kinderwägen. Interessant für die Biologen bei Ihnen, der dominierende Einfluss scheint nicht die Änderung der Genetik zu sein, vor allem für die Missbildungen, sondern die sogenannte Epigenetik, die sagt, wann welche Teile der Erbsubstanz initiiert oder aktiviert werden. So kann man zum Beispiel die verkürzten Gliedmaßen und solche Dinge recht gut erklären. Also bitte besondere Vorsicht bei den Kindern, dann dass man daheim die Strahlungsquellen möglichst abschaltet, ist klar. Wenn ich in eine Wohnung gehe und messe, dann habe ich, wenn es angeschaltet ist, als stärkste Strahlungsquelle entweder WLAN oder das Schnurlostelefon, je nachdem, wo ich näher dran bin. Bitte verwenden Sie es, wenn irgend möglich, überhaupt nicht. Wenn Sie es unbedingt haben wollen, dann schalten Sie WLAN nur für die kurze Zeit an, wo Sie es brauchen. Beim Schnurlostelefon ist das eine Uralttechnik. Ich habe ja schon gesagt, das ist vor dem G2 von unseren Handyverbindungen gekommen. Und ein kleiner Moment, das ist sicher gleich. Gut, danke. Und das ist also eine Uralttechnik, die ständig mit voller Leistung sendet, auch wenn sie nicht sprechen. Das sagt ständig, Handy, wo bist du, wo bist du und wo bist du? Und das 24 Stunden am Tag. Bitte? Das sind die Schnurlostelefone. Die Basisstation zum Mobilteil. Und es gibt allerdings Ökotelefone, die das nicht machen und die auch runterregeln, wenn man spricht. Aber sind Sie hier vorsichtig, die internen Quellen sind oft die schlimmsten. Oder das, was wir einen Kastrationsversuch nennen, wenn Sie so da sitzen an Ihrem Laptop und haben eine Funkmaus und eine Funktastatur, dann strahlt es natürlich genau dahin, wo es für die nächste Generation am schlimmsten ist. Und denken Sie nicht nur an die nächste Generation, denken Sie auch an sich. Einer der wirklich häufigsten Krebssorten sind Prostatakrebs, der Gebärmutterkrebs ist im Vormarsch, also sind Sie vorsichtig. Gut, jetzt noch ganz kurz, ich höre gleich auf, ich beanspruche Ihre Aufmerksamkeit nicht zu lang. Die Kommunen haben eine wichtige Aufgabe. Das Vorsorgeprinzip können Sie als Bürger nicht einklagen, obwohl es im Grundgesetz steht als Ewigkeitsklausel, obwohl Sie in den EU-Verträgen, Artikel 191, auch als Grundlage der EU-Verträge festgelegt ist. Sie können als Privatmann das Vorsorgeprinzip nicht einklagen. Das kann nur die Bundesregierung machen und die Gemeinde. Und die Gemeinde, das ist viel zu wenig bekannt, die Gemeinde hat hier vom Gesetzgeber den Auftrag, Vorsorge zu machen. Die Gemeinde kann nicht sagen, in meiner Umgebung senke ich die Strahlung auf so und so viel. Aber die Gemeinde kann sagen, in diesem Teil der Gemeinde habe ich Wohnungen, die will ich nicht stark bestrahlen.
da senke ich den Grenzwert. Und da haben sich in der Praxis sogar unheimliche Senkungen durchgesetzt. Der Grenzwert für das D-Netz zum Beispiel sind 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. 4,5 Millionen. Und in den Gemeinden wurde es auf 100 runtergesetzt. Ist juristisch nicht anfechtbar. Wenn es eben so gemacht ist, dass das auf bestimmte Gemeindegebiete beschränkt ist. Hier ist ein Urteil dazu. Dann ist in der letzten Woche ein Urteil veröffentlicht worden, am 20., wenn ich mich recht erinnere, vom Landgericht Münster. Ich habe es leider noch nicht das Urteil selber in der Hand gehabt, ich habe nur die Meldung, das extra darauf hinweist, dass der Grundstückgeber für einen Masten persönlich haftbar gemacht werden kann, wenn Gesundheitsschäden auftreten. Das ist also ein Gerichtsurteil. Und sind Sie vorsichtig, bisher sind solche Urteile in Deutschland noch nicht gefallen. Im Ausland hat man Urteile von Schäden durch Handynutzer. Aber wir sind dran, Methoden zu entwickeln, die sich also in der Praxis schon bewährt haben, die demnächst veröffentlicht werden, wo wir die Belastung der Menschen direkt durch die Funkstrahlung nachweisen können. Und zwar zum Beispiel Doppelstrangbrüche in der Genetik, die nicht reparabel sind. Das heißt, hier wird es uns sicher demnächst gelingen, ist noch nicht veröffentlicht, aber die Daten sind da, dass man ganz konkret nachweisen kann, wer welche Schäden hat. Und dann kommen die Prozesse. Das heißt, jeder Grundstücksgeber für so einen Masten sollte sich das dreimal überlegen. Wie gesagt, das bin nicht ich, das ist das Landgericht Münster, das dieses Urteil gefällt hat. Gut, ganz kurzer Hinweis, es gibt eine europäische Bürgerinitiative, die ganz wesentliche Punkte hat. Schutz des Lebens vor hochfrequenter Strahlung, Schutz der Umwelt, Schutz der Privatsphäre. Ich bitte Sie dringend, das zu unterschreiben. Ich glaube, irgendjemand spricht nachher noch darüber. Hier können Sie es online machen. So, das war es im Wesentlichen. Hier noch ein paar Informationen. Das erste ist das Buch. Also ich kann sagen, ich verdiene nichts dran, wenn Sie da draußen das kaufen. Die zweite Sache ist wichtig für die Gemeinden. Hier ist nochmal explizit dargelegt, was die Gemeinden tun können und im gewissen Sinne auch müssen. Diese Sache habe ich dick gestrichen. Das ist eine Tagung vom 14. bis 16. Oktober, wo die neuen Methoden, von denen ich gesprochen habe, direkter Nachweis von Schädigungen durch Mobilfunk besprochen werden. Also das ist ein Punkt auf dieser Tagung. Allgemein bekommen Sie gute Informationen von Diagnose Funk und von bioinitiative.org. Das ist allerdings auf Englisch. Das sind 13 Bände von wissenschaftlichen Arbeiten. Gut, damit möchte ich schließen. Und ich stehe natürlich sehr gern für eine Diskussion zur Verfügung. Sollen wir Pause machen oder? Nein, machen wir gleich weiter. Gut, dann vielen Dank. Ja, ich glaube, Sie waren zuerst. Ich hätte eine Bitte. Kannst du die Meldungen registrieren? Okay. Weil wenn ich antworte dann und da hinten meldet sich jemand, dann sehe ich das. Ich glaube, ich kann es auch so machen. Ich schau mal. Gut. Also ich bin der Maik aus Mittelstetten, das ist hier auch fast um die Ecke. Ich habe gleich 6 Fragen und fange mit der ersten an. Wir hatten gerade gesprochen über dieses Vorsorgeprinzip, dass die Gemeinden einklagen können. Nicht einklagen, verwirklichen. Verwirklichen können.
Wie geht das vorsichtig? Gehe ich da an den Bürgermeister ran? Sag ich, die Möglichkeit besteht? Bürgermeister, Gemeinderat, okay. Die beiden. Bei uns ist es jetzt so, es sind neue Lampen im Ort errichtet worden und da kann man davon ausgehen, dass in den Lampen bzw. in den Schaltkästen von den Lampen schon 5G installiert ist. Das sahen entsprechende Protokolle aus, die man auch im Internet nachlesen kann. Genau. Zweite technische Frage, wie kann ich ein Smartphone ans LAN anschließen? Das geht bei den meisten Smartphones ganz einfach über diesen USB-Stecker, aber nicht bei allen. Bei manchen muss man extra eine App laden, die das übersetzt. Also wie gesagt, probieren Sie es einfach aus und wenn es nicht funktioniert, dann müssen Sie die entsprechende App suchen. Dankeschön. Nächste Frage zu der Funkstrahlung 5G. Dopaminstörung im Körper, sagten Sie, kann durch diese 5G-Störung ausgelöst werden. Ich selber habe Restless Legs, war 2018 geheilt, bin dann zu einer Firma in Fürstenfeldbruck, die Firma ESG, gekommen, wo ich gearbeitet habe. Und da wurde stark mit Funkwellengeräten gearbeitet für den Flugzeugbau. Kann das der Zusammenhang sein, dass das Restless Legs und diese Dopaminstörung wieder aufgetreten ist? Das kann gut sein. Ich muss jetzt zu lange suchen, aber vielleicht, wenn wir mit der Diskussion fertig sind, zeige ich Ihnen Messkurven dazu. Gut. Was wir gar nicht besprochen haben, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Bestandteilen der mRNA-Impfstoffe und 5G? Ja, natürlich. Bei den Impfstoffen selber wohl weniger. Da gibt es zwar diese Theorien von den Antenne, von der Antennenwirkung, da kann ich nichts sagen. Aber, Entschuldigung, ich habe Schluckbeschwerden, es ist etwas anderes, was man beachten muss. Funkstrahlung schädigt das Immunsystem. Das ist in vielen wissenschaftlichen Arbeiten bewiesen. Und das heißt also, wenn eine solche Epidemie, Pandemie rumgeht und Sie sind stark bestrahlt, dann haben Sie ein viel größeres Risiko, als wenn Sie schwach bestrahlt sind. Dann die nächste Frage. Ich bin gleich fertig. Wir steuern jetzt auf eine sichtbare große Energiekrise zu. Müssen wir uns da lieber 5G noch Gedanken machen, wenn kein Strom mehr fließt? Ja, also Daten sagen, dass wir bei 5G, weil wir so viele neue Daten übertragen wollen, etwa den 3,5-fachen Energieverbrauch haben im Vergleich zu 4G mit deutlich weniger Daten. Das heißt, die Frage ist gar nicht so unberechtigt. Und die letzte Frage, viele haben im Smartphone die Funktion Sensors off. Das ist eine Ausschaltfunktion für die automatische Kameraerkennung, für Erkennung sämtlicher anderer Sensoren im Handy. Man ist also schwerer ortbar. Kann ich damit auch die Erkennung über die 5G-Frequenz meines Standorts vermeiden? Ich kenne das bei diesen Dingen nicht. Im Prinzip können Sie es theoretisch machen, vor allem wenn Sie den Flugzeugmodus einstellen. Aber der Flugzeugmodus kann ferngesteuert entsperrt werden. Das kann im Prinzip nur geschehen, wenn eine richterliche Anordnung da ist, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Ich weiß das selber von Polizisten, wo ich über diese Dinge verhandelt habe. Sobald es irgendwie auch nur ein Ansatz einer Gefahr ist, wird dieser Flugzeugmodus entsperrt und dann wird das Handy geortet und alles funktioniert. Wunderbar, vielen Dank. Ja, für die Antworten super. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, wie kann man denn überhaupt feststellen, zum Beispiel eigene Wohnung, aber auch das persönliche Umfeld, Gemeinde etc., wo welche Hauptstrahlungen sind oder wo überhaupt 5G auftritt? Gibt es da Listen von den Gemeinden, wo ich sagen kann, okay, haben wir überhaupt 5G oder nicht? Im Prinzip gibt es
das, wie heißt das? Bundesnetzagentur, danke, ja. Wo die ganzen Quellen aufgelistet sein sollten. Mhm. Praktisch kommen es kaum dran und vor allem kriegen es keine Information, ob da 5G drauf ist oder nicht, oder alte Technik. Es ist, wenn ich sagen darf, der sicherere Weg, wenn Sie selber ein Instrument haben. Es gibt, ja, nicht ganz preiswert, gebe ich zu, Geräte, wo Sie die Richtung messen können. Es gibt Geräte, wo Sie die Frequenz messen können, wo Sie also sagen können, welche Art von Strahlung das ist. Die gibt es aber, ja, die wirklich guten müssen es fast 1000 hinlegen. Und würden Sie da ein Gerät empfehlen, weil wenn man selber messen möchte und man kann sich auch zusammentun mit anderen Leuten, wenn man am besten mit seinem persönlichen Umfeld, das ist sehr schwer zu sagen, man hat so viel WLAN im Haus oder in seinen Nachbarhäusern oder was ich was der Nachbar treibt, das ist sehr schwer zu sagen, bin ich jetzt einigermaßen in einem ja. Umfeld oder werde ich voll bestrahlt hier? Ne? Ich darf sagen, was ich persönlich habe. Ich habe ein Gerät von Gigahertz Solutions, was an sich sehr präzise ist, aber kompliziert. Da muss ich die Richtantenne draufsetzen und wenn ich dann ein breiteres Frequenzband habe, muss ich die Antenne wechseln und eine andere nehmen. Das haben es bei vielen Geräten so. Das heißt, für die erste schnelle Orientierung habe ich ein kanadisches Gerät, wie heißt das, Safe and Sound. Ja. Kostet allerdings auch um die 400 Euro. Aber das ist nur so groß und sehr leicht zu bedienen, man schaltet es an und dann kriegt man einen Spitzenwert der Strahlung, den Durchschnittswert und den Spitzenwert, also Peak Hold, wo der Spitzenwert über längere Zeit jeweils registriert wird. Das ist für eine schnelle Orientierung, wenn Sie irgendwo durchgehen, sehr viel günstiger, als wenn Sie so ein kompliziertes, teures Gerät haben. Wir laufen schon ungern mit so einem Ding mit einer Antenne vorn rum. Das kann man ja, wenn viel Verkehr ist, gar nicht machen. Ich möchte mal kurz sagen, dass man auch einen Baubiologen engagieren könnte auf eine Stunde und mit ihm die Plätze einfach durchgehen. Ja. Das ist mir gemacht. Das ist sogar ein Riesenvorteil gegenüber dem, was ich gesagt habe, denn die haben die Geräte, von denen ich gesprochen habe, und haben gleichzeitig, was sie bei diesen Primitivgeräten nicht haben, eine vollständige Frequenzanalyse. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Nur kann man nicht jeden Abend einen Baubiologen holen. Ja, genau. Es gibt ein sehr einfaches Gerät, das nennt sich Akustikum 2. Das kostet, ich glaube, knapp 200 Euro. Ja. Und das hat nur so eine Ampel, die von grün auf gelb auf rot geht, wo man auch ganz gut so die Richtung messen kann. Das ist so für einen Handtaschengebrauch, das ist eigentlich sehr gut, um einfach mal so einen Erstindikator zu haben. Das ist nicht super präzise, aber man kann feststellen, strahlt es als nicht. Kann man da dann alles messen oder ist zum Beispiel 5G nicht messbar oder so? Ich habe 5G und die andere Frequenz, also die Hinterfrequenz. Sind die messbar? Quasi im Wohnraum, wie die Strahlung kam. Das sind zwei Balken. Schauen Sie einfach mal auf der Internetseite kopp.de. Okay. Also damit hat sich eigentlich meine Frage schon beantwortet. Diese 26 GHz G5 sind damit mit diesem normalen Gerät nicht messbar. Nein, die nicht, aber die 3,5, also 3,4 bis 3,8 groß, die sind messbar mit den Geräten. Bei dem Gigahertz-Gerät, was ja sehr präzise ist, brauchen Sie zwei. Eine für die niedrigen Frequenzen und eine für die höheren. Bitte? Das Mikrofon geht nicht so weit. Also Sie müssen entweder vorkommen oder ganz laut sprechen. Ich fände es sehr schön, wenn die Leute eine Frage stellen, sich vorstellen und wo sie herkommen. Der Mike hat es schön gemacht, hat sich wieder Mike aus Mittelstädten. Ich bin der Uwe aus Eifelzell. Das fände ich irgendwie. Schöne Idee. Schön. Super. Machen wir, hat denn noch jemand eine Frage? Ja. Also ich bin die Inge Matschke aus Sünsenbach.
Ich habe eigentlich nur eine Frage wegen dieser Funkablesung von den Heizungen. Hm. Können Sie das mir irgendwie sagen, von der Einordnung her, weil ich das gehört habe, weil wir noch... Ja, hier gehen viele falsche Meldungen durch die Gegend. Mir hat einmal ein Bürgermeister gesagt, ich soll mir nicht so haben. Er braucht einmal im Jahr die Daten von Wasser und was ich mich da aufregt. Der Punkt ist, Ihr Funkzähler, sowohl von der Heizung als auch vom Wasser oder Strom, der weiß ja gar nicht, wann abgelesen wird. Das heißt, der sendet ständig. Alle paar Sekunden gibt er ein Signal ab. Und das ist der erste Irrglaube, der verbreitet wird. Der zweite ist, dass es sehr kleine Sendeenergie ist. Das muss so sein, sonst wird die Batterie nicht lang genug halten. Aber denken Sie dran, dass Sie oft direkt an der Heizung sitzen. Oder noch schlimmer, wenn Sie die Heizung in der Nähe von Ihrem Bett oder von Ihrem Lehnstuhl haben. Dann gibt es Fälle, wo die Leute ganz unmittelbar dran sind. Die Strahlstärke, die sie trifft, ist nicht nur die Leistung des Senders, sondern auch der Abstand. Und deswegen ist die schwache Strahlung dieser Smart Meters unter Umständen gefährlicher als eine Strahlung irgendwo von weit weg. Ich sage unter Umständen, es kommt sehr auf die Verhältnisse an. Aber verharmlosen sollte man es auf keinen Fall. Aber dann muss ja der Hausbesitzer, der muss das ja erstmal installieren an den Heizkörpern. Muss man da als Mieterin einverstanden sein? Leider muss man. Es gibt ein Gerichtsurteil, wenn es der Hausbesitzer will. Und es gibt eine EU-Verordnung, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, den ich nicht mehr weiß, alle mit solchen Funkzählern ausgerüstet sein müssen. Bei den Stromzählern ist die Situation ein bisschen anders. Also erstens sind die Stromzähler komplizierter oder gefährlicher, weil man über die sogenannte schnelle Fourier-Analyse ziemlich genau herausbringen kann, wer wann welches Gerät einschaltet. Das geht also sehr auch in die Privatsphäre rein. Es ist gesetzlich verboten, diese Daten auszuwerten. Aber... Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass aber das Gesetz vorschreibt, dass jeder Betreiber zwei verschiedene Übertragungswege anbieten muss. Und die Betreiber wollen natürlich alle Funk. Aber sie können sich, sie müssen sich durchsetzen, dass sie sagen, sie wollen einen zweiten Weg. Eventuell wechseln sie halt einen Anbieter. Eine meiner Töchter hat das im harten Kampf durchgesetzt. Die wollten unbedingt Funk haben und jetzt hat sie es über Telefonleitung. Also es geht, es ist gesetzlich vorgesehen, dass man das machen kann. Man muss es halt nur ausnutzen. Aber nochmal, das geht nur bei der Energieversorgung. Das geht nicht bei Heizung und geht nicht bei Wasser. Da ist die gesetzliche Lage anders. Eine ganz kurze Zwischenfrage hätte ich. Ich bin der Manuel, ich bin Elektromeister. Mhm. Ich hätte eine Frage. Wenn die Zähler strahlen, da gibt es doch bestimmt ein Material, das ist mir nicht bewusst, wo ich das abstimmen kann, dass die Strahlung gar nicht zu mir reinsendet, wenn ich vor der Heizung bin. Was wäre das für ein Material, wenn es sowas gibt? Da gibt es viele. Also das Primitivste ist, wenn Sie viel Schokolade essen und das Silberpapier nehmen. Jetzt im Ernst, nur das Problem ist, dass Sie dann sehr schnell Ärger kriegen, weil dann die Strahlung nicht mehr dahin kommt, wo es hin soll. Das heißt, das wird überwacht. Wenn Sie keine Funkverbindung haben, dann kommen die Leute sehr schnell angerannt und sagen, da ist was falsch. Schwieriger sind die niedrigen. Mhm. Aber gut, das mit den Alufolien, ich glaube kaum, dass jemand Schokoladenpapier vor seinen Zähler gibt. Wenn, dann sind Metallplatten, kleine Platten, sehr viel sinnvoller. Aus Metall? Natürlich.
Super, danke. Bitte? Danke. Bitte. Wollen Sie noch was? Welches Metall soll das sein? Ja, okay. Also zu euch da hinten komme ich nicht. Ihr müsst einfach ein bisschen laut reden. Also ich bin Maya aus Wahl. Und hätte jetzt nur noch ergänzend die Frage, es war ja vor einigen Jahren plötzlich Gesetz, dass überall auch diese Rauchmelder installiert worden sind. Und ich habe wahrscheinlich nicht unbegründet den Verdacht, dass auch dort Dinge drin verbaut sind, die da nicht unbedingt den Sinn und Zweck alleinig erfüllen, eine Warnung auszubringen. Die Angst ist berechtigt. Es gibt viele, bei mir daheim habe ich gemessen, die haben kein Funkmodul drin, aber es sollte uns doch hellhörig machen, dass Google sehr viel Geld in Rauchmelder investiert hat. Also es gibt wohl beides. Ja? Da hinten der Herr? Darf ich mal fragen, ob das nur auf elektronische betrifft oder also die dann die Batterie oder also direkt am Strom anhängen? Nein, die gehen alle auf Batterie. Sie haben bei den Rauchmeldern sowieso eine Batterie drin. Und das wird dann auch für Funk verwendet. Ach so, weil die kann man Strom anschließen. Mhm. Aber wie gesagt, nicht bei allen. Ich habe, ohne dass ich darauf geachtet habe, zunächst bei mir Rauchmelder, die nicht funken. Darf man gleich, wenn wir bei dem Thema sind, ist Drucker? Jeder Drucker, ich mache meinen immer komplett aus. Das ist auch gut so. Mein Drucker daheim ist so, dass er WLAN nicht ausschalten kann. Da sind Chips drin. Mir hat bis jetzt noch niemand sagen können, welcher von den Chips der Funkchip ist. Jetzt müssten Sie sich vorstellen, man müsste die auslöten und probieren, wann das Funken aufhört. Und in den meisten Fällen wird er überhaupt nicht mehr gehen. Also das macht niemand. Ich mache es so wie Sie. Wenn ich was drucke, ganz kurz, mache ich es an. Und es gibt eine saftige Strahlung. Also es ist nicht wenig. Und dann mache ich es sofort wieder aus. Links vielleicht. Und ich soll die Fragen ins Mikro wiederholen. Ich weiß nicht, ist das nötig? Nö. Für die Aufnahme? Dann sprechen, also der linke Herr erstmal hier, sprechen Sie einfach ein bisschen lauter. Ja, Also Steffen aus Petershausen. Wir haben ja gelernt, die 5G-Strahlung oder die Frequenzen werden sehr stark absorbiert durch Pflanzen, durch Bäume. Und seit 2 Jahren haben wir beobachtet, also Petershausen, wenn man so die S-Bahn-Linie anguckt, wenn man die Landschaft anguckt, es werden Sträucher weggeschnitten, es werden Bäume bis Mannshöhe einfach weggekappt, wo man sich fragt, was ist da eigentlich los? Also nicht nur, dass Kinder nicht mehr Bäume klettern können in den Bereichen, sondern kann der Hintergrund schon sein, dass man versucht einfach diese Strecken, dass die Strahlung, ich bin auch Physiker, ja, ganz nebenbei, also ob das der Hintergrund sein kann oder ob es immer langsam schizophren, ja, also ist da was dran. Ja. In dem Fall, speziellen Fall, kenne ich natürlich die Hintergründe nicht. Ich weiß aber, dass in Großbritannien ganz systematisch Bäume gekappt worden sind, um die Strahlung frei durchzulassen. Also man hat die ganze S-Bahn-Linie, das ist immer im Einblick, also man hat die ganzen Sträucher weggekappt, aber auch auf den Feldern, also wirklich bis Mannshöher, die Baumkronen sind noch da, aber alles, was so bis 2 Meter ist, einfach weggeschnitten worden, ohne dass ein Sinn da besteht. Also ein Holzmann kann es nicht unbedingt sein, obwohl der da ist. Ja, hat das jemand noch beobachtet? Das muss ja langsam systematisch sein, das hat es noch nie gegeben vorher. Also, seit 2 Jahren, Also wie gesagt, von Großbritannien her liegt der Verdacht nahe. Und soll ich mich gleich anschließen? Ja. Ich bin der Herr Robert aus Jetzendorf, ich bin beim Steffen mitgefahren. Aber Entschuldigung, bitte leise, dass wir die Frage gut verstehen. Das ist eine gute Idee. Ich möchte noch anknüpfen, weil der Elektromeister gerade gefragt hat, wie man es abschirmt. Der Baubiologe war bei mir und hat ausgemessen, als wir uns die Räume umgestaltet haben, weil wir auch einen Masten vor der Nase haben, sogar 2 in Jetzendorf. Und die Abschirmmöglichkeit innerhalb ist halt mit Schutzfarbe, gibt es eine spezifische, es gibt Tapeten, Kohlefasertapeten oder sowas, im Dachhall gibt es eine Firma, oder man nimmt Baldachine, die, was weiß ich, ein paar 100 Euro kosten. Und er hat mir die Info gegeben, dass der Körperstrahlung, das war jetzt seine Info an mich, insofern, wenn er 8 Stunden Pause am Tag hat und 8 Stunden strahlungsfrei schlafen kann oder sich erholen kann, dann ist es gut
dann wäre das gut, wenn wir natürlich 24 Stunden der Strahlung ausgesetzt sind, hat er keine Regenerationsphase. Und das hat er betont, dass wir sorgen sollten, dass wir zum Beispiel strahlungsfrei schlafen. Kann man auch machen, wenn man seinen Router so eingibt, dass der sich um 22 Uhr ausschaltet und erst wieder um 6 Uhr einschaltet. Das kann man ja auch machen. Bloß also, als keinen Hinweis, was ich gekriegt habe. Ich würde den Router sowieso im Wesentlichen ausschalten, sondern ja, nur, wenn man unbedingt braucht. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel wir was, so ein, irgendwas schützen wollen, weil, so beim Heizkörper, dann da immer ein Kastel bauen und da das mit Tapete, Farbe oder irgendwas machen und wenn dann die Leute fünfmal kommen, dann ist fünfmal weg und wieder machen wir einen Kastel Marsch. So den Spaß will ich mir. Ich sage, ich bin bald überfordert. Gute Idee. Aber ich wollte noch ergänzen, vor allem die niederfrequente Strahlung geht ja auch durch die Fenster rein. Und ich habe bei mir daheim Abschirmvorhänge, die sind so wie Stoß. Das heißt, Licht kommt genügend durch, aber man kann nicht Gegenstände draußen erkennen. Sie wissen, früher hat man das gemacht bei allen Fenstern, damit man nicht so gut reinschauen kann. Diese Stoß sind für mich ganz praktisch. Die werden von vielen Firmen angeboten. Ich will nicht Reklame für eine machen, aber die Firma Y-Shield bei Passau näht die sogar. Das heißt, Sie können sie direkt so, wie es gesendet, wie Sie es bestellt haben, aufhängen. Und das gut, es ist leider nicht ganz billig, alles. Auch die Abschirmfarben sind nicht billig. Aber mich ärgert, und jetzt muss ich meinen Ärger doch loswerden, die Leute, die genügend Geld haben, die können sich die Abschirmung leisten. Und die, die mit Hartz IV rumkrebsen, die haben ein Problem. Die erfrieren nicht im Winter, das ist nicht so schlimm dann. Ich ergänze jetzt noch kurz, ich habe dann, nachdem der Baubiologe bei mir war, an den Bürgermeister geschrieben, ob es nämlich von der Gemeinde eben schon Kenntnisse gibt über das. Und nachdem wir heute hier gelernt haben bei der letzten Folie, dass die Kommune eigentlich auch den Auftrag wahrnehmen könnte, dass es ihr obliegt, dass es dem nachkommt der Vorsorge, dann würde ich einfach den Gemeinderat daran erinnern, dass sie sich notfalls daran beteiligen müssten, dass wir uns schützen können. Ja. Und was da ist. Und wenn derjenige, der privat die Antenne auf dem Dach hat, auch noch haftbar gemacht werden könnte, dann kann man was Schönes stricken und jetzt gehen wir alle heim und initiieren das bei uns in Gemeinden. Ja. Dann sagen das unsere Nachbarn. Ich darf einfach nochmal auf diese Schrift von Kühlen aufmerksam machen. Hier steht ganz konkret drin, was eine Gemeinde machen kann. Ich werde dazu auch gleich noch ungefähr 10 Minuten was sagen. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen noch. Hallo, ich bin der Sepp aus Ginsloff. Ich habe eine Frage, und zwar dieses Gerichtsurteil aus Münster. Bitte das? Dieses Gerichtsurteil aus Münster. Mhm. Kann man das irgendwo abrufen? Oder kann man davon ausgehen, dass das in jedem Bundesland dann gültig ist? So ein Urteil ist, wenn, dann in jedem Bundesland gültig. Jetzt, hast du es noch da, oder? Ich habe es dir tatsächlich gegeben. Ich habe es in meiner Tasche, kannst du also. Aber ich sage dazu nachher auch gleich noch was und kann Ihnen dann auch auf jeden Fall den Link geben. Das habe ich nämlich tatsächlich heute erst auf Diagnosefunk gerade gesehen und da haben wir es, genau. Aber das kann sich dann nicht jeder Rechtsanwalt einfach einsehen. Das Problem ist, dass ich es versucht habe, vor dem Vortrag heute noch ausgedruckt zu bekommen. Und ich habe es nicht geschafft. Wahrscheinlich ist das Urteil, weil es so neu ist, noch nicht ins Internet eingestellt. Ich habe es also nicht gefunden. Ich würde Ihnen empfehlen, da einfach in ein, zwei Wochen zu suchen. Ich kann Ihnen das Aktenzeichen sagen, wenn es interessant ist. 08. Dann haben Sie es? Dann ein großes O und dann 178/21. Und in den Originalmitteilungen ist das O, das große O, mit einem Leerzeichen vorn und einem Leerzeichen dahinter. Aber ich weiß nicht, ob das wesentlich ist für die Suche. Unter dem müssten Sie es finden, aber wie gesagt,
Heute früh war es beim Landgericht in Münster noch nicht eingestellt. Ich weiß nicht, du hast es schon gefunden, oder? Nein, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gelesen. Mhm. Noch eine letzte Frage, oder? Ja? Die 5G-Strahlung, ist die gleichzusetzen mit der Mikrowellenstrahlung? Die Mikrowellenstrahlung ist in dem Bereich, wo 5G verwendet wird. Mikrowellenstrahlung ist, wenn man es genau nimmt, 2,45 GHz und 5G wird von 0,7 im Augenblick bis 3,8 verwendet. Nicht alle Frequenzen dazwischen, mit Lücken natürlich, weil man andere Anwendungen auch hat, aber in diesem Bereich grob genommen gehört die Mikrowellenstrahlung rein. Bitte? Weiß man dann, was der Auswirkungen hat? Ja, ja. Gut, ich meine, die Mikrowellenstrahlung ist natürlich von der Leistung her sehr viel mehr. Aber es ist so, wenn, es wird ja immer gesagt, wenn Sie die Tür vom Mikrowellenherd zumachen, ging keine Strahlung raus. Von wegen. Ja. Also wenn man misst, ist die nicht vernachlässigbar, ganz und gar nicht. Und deswegen auch die Warnung immer, man soll bei laufendem Mikrowellenherd nicht durch die Tür schauen, wie das gut drin sich erwärmt. Denn die Strahlung macht, wie bei den Kühen, haben wir ja gesehen, Blindheit, also grauen Star. Und deswegen, also ich mache so, wenn ich ein Mikrowellenherd anschalte, ich benutze ihn sehr oft, aber dann verschwinde ich. Dann gehe ich aus dem Zimmer. Und ich meine, das ist eine Minute oder zwei, da kann man woanders hin. Man kann davon ausgehen, dass es nicht bei 5G bleibt. 6G, 7G, meint ihr auch. Aber irgendwann kommt man auf Lichttechnik, automatisch. Machen wir vielleicht noch eine letzte Frage. Der Herr da hinten in Pink, ja? Der Herr in Pink. Ja. Das ist ja Induktionsfeld, wenn wir gerade bei der Küche sind. Wie stark ist das? Das ist ja auch nicht ganz ohne, ja? Das ist wirklich nicht ohne, ist aber ein anderes Gebiet. Das sind niederfrequente Wellen. Da ist logischerweise das Magnetfeld das Problem. Und diese Magnetfelder sind biologisch sehr aktiv. Der Vorteil vom Mikrowellenherd ist, dass die Magnetfelder mit der dritten Potenz vom Abstand absinken. Das heißt, wenn Sie nicht, wie es die Hausfrauen leider oft tun müssen, vor dem Herd stehen und kochen, dann kriegen Sie es natürlich voll ab. Aber sobald Sie ein bisschen weg sind, ging das sehr schnell ab. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich melde mich schon ganz lange. Nur eine Frage. Also ich gehöre leider zu Elektrosensiblen. Ja? Und kann das sein, dass die Intensität von 5G über den Tag schwankt, dass das mal stärker, mal schwächer ist oder mal ganz weg ist oder so in der Art? Kann das sein? Ist das möglich? Das ist so. Wir haben vielleicht noch deutlicher bei den 2, 3, 4G, da ist ein Grundsignal, das ist der sogenannte Organisationskanal, der immer da ist. Und dann kommen darauf aufgesetzt die einzelnen Verbindungen. Bei 5G ist das ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt ein bisschen intelligenter gemacht, aber ähnliches Prinzip. Das heißt, Sie haben immer diesen Organisationskanal. Und dann, je nachdem, wie viele Gespräche laufen, mehr oder weniger Belastung. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Buchner. Gell? Ganz toll, dass Sie da waren. Ich würde zum Abschluss ganz... Die Blumen kriegt er später. Ich würde ganz gern jetzt zum Abschluss noch hier ein paar Dinge erzählen.
Und zwar folgendes. Das eine, das letzte Mal hieß es auf der Infoveranstaltung, die rein pro der Geschichte war mit den drei Masken, dass wir danach nicht abstimmen dürften, wie jetzt mal so das allgemeine Stimmungsbild denn ist. Deswegen, uns würde es nach wie vor alle sehr interessieren, wer von Ihnen freut sich denn auf drei Masken in Mohrenweiß inklusive 5G? Freiwillige Form. Okay. Wer ist tatsächlich davon nicht begeistert? Also, ihr seid schon recht viele. Okay. Ich bin jetzt noch ein paar Mal gefragt worden, was man denn tun kann. Es ist so, dass man tatsächlich sehr, sehr viel tun kann. Jetzt bin ich keine Rechtsanwältin, es ist keine rechtsverbindliche Aussage, die ich jetzt hier treffe, aber ich habe hier ein paar sehr, sehr gute Informationen zusammengetragen. Und wohlgemerkt, es sind alles Schritte, die man tun kann, die man gehen kann, aber nicht muss. Das sind Ideen, die ich hier gerade mal in den Raum werfe. Und es hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es würde viel zu lange dauern. Also, der schönste Weg wäre folgender. Unsere Bürgermeister und Gemeinderäte erkennen die gesundheitliche Gefährdung und wollen uns, unsere Kinder, unsere Natur dieser Gefährdung nicht aussetzen. Und demnach sehen sie von der Unterschrift des Vertrags ab und sagen den Bau damit ab. Mit diesem Schritt würden die Bürgermeister und Gemeinderäte großes Rückgrat zeigen und Mut und verdienen unsere größte Hochachtung. Und auch wenn immer gesagt wird, dass die Anweisung von ganz oben von Berlin kommen würde und Bürgermeister da nichts tun können, so stimmt das nicht. Bürgermeister haben Macht und diese Entscheidung können sie treffen, wenn sie möchten. Genau. Im zweiten Schritt kann man dann von mir aus gerne schauen, wie man Personen, die stärkeren Handyempfang haben wollen, Möglichkeiten schafft, die gesundheitsverträglicher sind, wie jetzt diese Kleinzellen, Femtozellen, wie auch immer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man sich genauer anschauen. So, jetzt, welche Möglichkeiten haben Bürger? Und nochmals keine rechtsverbindliche Aussage. Also, es gibt Möglichkeiten, wie beispielsweise ein Einwohnerantrag, man startet eine Unterschriftenliste für ein Bürgerbegehren, später wird es zu einem Bürgerentscheid. Hierfür braucht man im ersten Schritt, im Falle Mohrenweiß, nur 420 Personen und im zweiten Schritt werden es nochmal so viel. Jetzt sind wir hier recht viele Leute. Wenn ihr jetzt nach Hause geht und schon mal den Mann und die Oma fragt, wie dann da so die Stimmung ist, könnte man da relativ schnell Stimmen zusammentragen. Dann kann man, wenn man will, eine Rechtsanwältin einschalten. Wir haben eine sehr, sehr gute Rechtsanwältin gefunden, die schon Dutzende Mobilfunkmasten erfolgreich abgewehrt hat und sich darauf spezialisiert hat. Super. Dann kann zu verschiedenen Punkten geklagt werden. Also das eine aus naturschutzrechtlichen Gründen. Und ich erzähle das jetzt auch, falls jemand anders aus einem anderen Gebiet da ist. Vielleicht ist es für euch interessant, wie auch immer. Es sind Ideen. Man kann aus naturschutzrechtlichen Gründen klagen, Expertisen erarbeiten, welche wertvollen Tiere bei uns so nisten. Bei uns zum Beispiel wäre das sicherlich der Rotmilan, der kommt ja sehr häufig vor, oder seltene Wildbienen. Man kann klagen aus emissionsschutzrechtlichen Gründen. Der Grenzwert im Umkreis von 150 Metern kann nämlich nicht dauerhaft eingehalten werden. Das heißt, die Nachbarn, die sich in diesem Radius befinden, haben Einspruchrecht. Rechtlich ist man Nachbar in diesem Radius von 150 Metern. Man kann, und das ist super wichtig auch noch innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Klage, nach Errichtung der Anlage, als Nachbar Einspruch erheben. Man hat dann noch immer Klagerecht. Dann kann man klagen aus baurechtlichen Gründen. Laut Bauplanungsrecht muss nämlich erstmal entschieden werden, ob der Standort überhaupt privilegiert ist. Das kann man von einem unabhängigen Prüfer mal anschauen lassen, ob die Ausstrahlwirkung und Netzabdeckung tatsächlich sinnvoll ist. Bei uns ist zum Beispiel ein Standort, der hat bereits einen guten Handyempfang, da ist es so ein bisschen fraglich. Dann kann man sich auf gesundheitliche Gefährdung berufen. Angenommen, jemand sagt, man könne zum Beispiel nicht nachweisen, ob man gesundheitliche Schäden aufgrund von so einem Masten überhaupt hat, könnten wir das
sehr einfach nachweisen, zum Beispiel indem wir morgen früh allesamt zum Arzt gehen und einen Bluttest machen und diverse Blutwerte untersuchen lassen. Das machen wir jetzt, das machen wir kurz bevor der Mast gebaut wird. Das machen wir dann nochmal, wenn der Mast gerade aufgestellt wird, die Antennen dran sind und dann nochmal ein paar Monate später. Wenn jetzt eine Person irgendwelche seltsamen Werte hat, dann ist es unauffällig. Aber wenn wir 1, 2, 3, 4, 500 Leute sind, die das mal ausprobieren oder mal gucken, dann ist die Frage, wie das ausschaut. Und man sieht es halt tatsächlich in den Blutwerten recht schnell. Dann, Klagen können auch gesundheitlich betroffene Menschen, zum Beispiel Menschen mit Herzschrittmacher oder Hörgerät, sowie Vorerkrankte im direkten Umkreis. Die Regierung empfiehlt nämlich Menschen, die ein Hörgerät tragen, sie sollen Abstand halten oder wenn sie selbst telefonieren wollen, das Hörgerät abschalten, was jetzt recht schwierig ist, wenn man direkt eine Maske wohnen würde. Dann hat die Mobilfunkindustrie oft gleichlautende Verträge. Das heißt, die Klausel mit den Kündigungsmöglichkeiten und Vertragslaufzeiten ist eine einseitig benachteiligende Klausel nach dem AGB-Gesetz. Diese kann ebenfalls angefochten werden. Dann, laut Ring der Münchner Immobilienmakler, verlieren Grundstücke und Gebäude, ich habe das nochmal nachgecheckt, ob das immer noch so ist, im Radius von ca. 150 Metern um den Mast zwischen 30-50% an Wert. Und erst ist die Frage, ob das eine entschädigungswürdige Teilenteignung ist. Und wo man dann eben auch wieder die Frage der Haftung hätte, und komme ich auch gleich nochmal kurz dazu. Also, diese Frage der Haftung müsste dann eben geklärt werden, ob das derjenige ist, von dessen Grundstück ein Schaden ausgeht oder derjenige, der den Vertrag unterzeichnet hat oder die Gemeinde oder wie das dann genau ist. Dann wäre noch interessant, 6, der Angst der Verspargelung, die teilweise beherrscht, dass bei Anbringung einer oder mehrerer neuen Antennen auf einem bestehenden Mast muss jeweils eine neue Standortbescheinigung erlassen werden und diese ist auch anfechtbar. Von einem benachbarten Bürger kann regelmäßig innerhalb eines Jahres gegen eine neue Standortbescheinigung Widerspruch eingelegt werden. Also ich, das ist nicht ganz wenig, was ich euch hier vorlese. Gell? Lange Wege. Ich versuche es kurz zu halten, ja, aber es sind einfach noch gute Tipps. So. Dann gibt es noch die Möglichkeit aus nachbarschaftsrechtlichen Gründen. Und das ist jetzt eben genau dieser Fall mit Münster, wo ich noch ganz kurz was dazu sagen kann. Und zwar da war eben der Fall, dass eine Gemeinde geklagt hat und versucht hat, die Haftungsfrage alleinig auf den Mobilfunkbetreiber abzuwälzen. Und die hat dann verloren, die Gemeinde. Es hieß, sie haftet im Außenverhältnis als Zustandsstörer. Und in dem vorliegenden Fall hat eben das Gericht deutlich gemacht, dass Grenzwerte nicht grundsätzlich vor Haftungsansprüchen schützen und dass die Gemeinde in diesem Fall 30 Jahre lang vertraglich in der Haftung ist. Sie hat damit auch alle neuen Gefährdungen und Risiken, die durch Aufrüstungen und neue Funktechnologien noch potenziert werden können, mitzutragen, egal was da noch kommt. Sollten Kommunen dennoch einen Vertrag schließen, müssten sie sich die Frage stellen, ob und in welcher Höhe Rückstellungen aus dem Gemeindehaushalt für dieses Haftungsrisiko erfolgen müssten. Also dieses Gerichtsurteil verändert die Sachlage hoffentlich ein wenig. Ja, hoffentlich. Wir werden jetzt hier, Manu, deinen Einsatz, eine Unterschriftenliste durchgehen lassen. Es ist jetzt kein Bürgerbegehren, ja, sondern es ist lediglich die Möglichkeit zur Vernetzung. Einfach um jetzt zu schauen, wie geht es weiter, was macht man, wie ist der Stand der Dinge. Und dann wollte ich einfach nochmal sagen, dass es geht nicht darum, wer jetzt die stärksten Ellbogen hat. Es ist nicht, wer ist jetzt am lautesten, welche Seite gewinnt, A oder B. Ich glaube, dass wir diese ganzen rechtlichen Schritte, die können wir zwar gehen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es nötig ist. Ich glaube nicht, dass wir für unsere Gesundheit vor unserem Bürgermeister und dem Gemeinderat kämpfen müssen. Ich denke nämlich, dass es immer auch noch einen anderen Weg gibt.
Und denjenigen, die jetzt heute nicht da waren, den kann man einfach erklären, dass es tatsächlich auch noch andere Möglichkeiten geben würde, wie sie Handyempfang haben können, wie sie besseren Empfang haben können, der dann eben für sie persönlich ist und nicht zwingend auch den Nachbarn mit einschließt, der es eben nicht möchte. Also es gibt Varianten und da kann man sich einfach noch mal mehr drüber austauschen. Vielleicht geht es hier tatsächlich gar nicht nur um Handymast, ja oder nein, sondern darum, wie wir miteinander sprechen und dass wir uns austauschen und über unsere verschiedenen Sichtweisen miteinander kommunizieren und sprechen. Nicht nur bei dem Thema, sondern auch ganz generell. Dass wir uns trauen, Stopp zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und als die Thematik mit diesen Masken auf den Tisch kam, sind mehrere Menschen zu mir gekommen und haben mir erzählt, dass sie Angst hätten, bei uns in der Gemeinde ihre Meinung zu sagen, weil sie befürchten, sie könnten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Und deswegen möchte ich euch einfach bitten, dass wir, egal welches Thema, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, egal welcher Meinung wir sind. Ihr seid jetzt viele, ja, und ich bin mir sicher, dass wenn ihr jetzt aus euren Verstecken kommt, wenn ihr anfangt zu reden, wenn ihr anfangt zu sagen, was ihr wirklich möchtet, wenn ihr fordert, was ihr möchtet, werden unsere Bürgermeister und Gemeinderäte hoffentlich ein offenes Ohr haben und auch unsere Nachbarn. Und ich glaube, wenn wir anfangen aufzustehen, dass wir auch gehört werden. Und wenn ihr fordert, was ihr wollt, wenn ihr anfangt zu sprechen, untereinander, miteinander, euch traut, eure Meinung zu äußern, ganz egal, was der andere für eine Meinung hat, dann bewegen wir etwas. Traut euch bitte. Aber lasst uns nicht aggressiv sprechen. Lasst uns nicht über andere lästern, lasst uns wertschätzend miteinander sprechen und wir müssen niemanden bloßstellen, wir müssen niemanden angehen und können trotzdem klar sein. Wir haben nächste Woche die Bürgerversammlungen und genau das ist jetzt eure Chance, um zu sprechen. Wir haben für diese Veranstaltung extra, also für die Bürgerversammlung haben wir extra jetzt diese Veranstaltung hier in dieser bahnbrechend kurzen Zeit gestemmt. Ja? Also wir hatten jetzt 9 Tage und ein Team mit vielen schlaflosen Nächten. Ja, das ist eure Chance. Sagt dort, was ihr wollt. Und wenn euch andere Menschen mit Ellbogen begegnen, euch anschreien oder mit Druck kommen, sind das Menschen, die dadurch ihr Gesicht verlieren. Also vielleicht sollte so jemand einfach eine Runde um den Block laufen und wenn er sich wieder eingekriegt hat, darf er wieder weiterreden. Ja. Fordert es auch ein, dass wertschätzend kommuniziert wird. Und ich denke, die Klarheit hat das Sagen, die Wahrhaftigkeit hat das Sagen und die Liebe hat das Sagen. Und egal was passiert, bleibt einfach wertschätzend. Dann wünsche ich euch viel Spaß auf den Bürgerversammlungen. Und wir haben jetzt noch ein zusätzliches Event, weil nicht alle gekommen sind, mit denen wir gerne reden würden. Wir haben draußen Flyer liegen, die werden auch jetzt noch in euren Briefkästen landen. Und zwar mit einem Link zu dem Film hier von heute Abend, dass wir einfach eine Diskussionsbasis haben. Und hierzu bräuchte ich Freiwillige, also am besten ehrlich gesagt 10, 15 Leute, die morgen und übermorgen für 1-2 Stunden bei uns Flyer verteilen könnten. Gibt es da jemand, der helfen würde, weil wir brauchen langsam echt Schlaf? Ja, super. Also wenigstens ein Helferchen. Also bei mir bitte melden, wer Lust hätte. Also es sind wirklich, wenn wir 10 Leute zusammenbringen, dann wären das vielleicht 1-2 Stunden für jeden. Wir haben uns wirklich Blasen gelaufen an den Füßen, die Gemeinde Mohrenweiß. Ich glaube, jeder von euch hat so einen Zettel für die Veranstaltung hier im Briefkasten gehabt. Und es wäre total toll, wenn wir Unterstützung kriegen. Wir haben es super vorbereitet, aufgeteilt. Und es ist, glaube ich, ja, machbar, mal 1 oder 2 Stunden zu investieren. Also gerne bei mir melden, wer hätte denn Lust, vielleicht mal kurz die Hand hoch, um zu unterstützen. Super. 1,
zwei, drei, vier, super. 10 Leute braucht man. Das ist jetzt morgen. Hände hoch! Ja, es geht auch noch übermorgen, das ist kein Problem. Also wenn man so eine zwei Tage... Ja, überhaupt kein Problem. Also bis Sonntag wäre super, wenn die Sachen im Griff passen. Also die Frage, wer ist denn das mit Unweiß? Das ist das der Gemeinde mit Unweiß. Das ist eine Hobbyfrage. Okay, wunderbar. Dann meldet euch einfach bei dem gut aussehenden Herrn da hinten. Vielen Dank. Ja. Dann möchte ich mich jetzt hier, und dann sind wir fertig, ihr seid entlassen, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dem wundervollen Professor Dr. Buchner nochmal bedanken für Ihr Kommen, dass das alles so kurzfristig geklappt hat. Und danke. Und der Herr Buchner macht es auch alles noch vollkommen kostenfrei, ja, also auf eigene Kosten sogar sehr. Super, vielen Dank. Ja, Sie sind ein großes Vorbild für mich an Beständigkeit und Mut. Und ja, ich habe schon viele Vorträge von Ihnen gehört. Ich möchte mich auch bedanken bei unserem Team, die es jetzt möglich gemacht haben, dass wir das jetzt hier noch hinbekommen. Und dem Kameramann, unserem Profikameramann, dem Michael da hinten, der gestern um 11.30 Uhr nachts zugesagt hat, dass er kommt. Also es lief auch. Eigene Kosten etwa 800 Euro hier für Flyer und so weiter ausgegeben. Falls irgendjemand Lust hätte, da nachher, ich weiß nicht, ob wir noch irgend so eine Schachtel oder Box oder irgendwas haben, vielleicht einen kleinen Obolus reinzulegen, wäre uns damit ganz gut geholfen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ja, viel Erfolg. Macht's gut.